Frau Geschenk. So, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ein Forschungspolitiker verirrt sich unter die Landwirte. Den Forschern ist es zu eigen, dass sie zwar genauso leidenschaftlich, aber in der Regel wesentlich ruhiger sind. Ich möchte zu dieser Stelle und an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt im Jahr einen Vorschlag für zwei Unworte in diesem Jahr machen. Das eine ist postantibiotisch und das andere ist postfaktisch. Das Wort, um mal hier deutlich zu machen, wer diese Worte führt, verniedlicht zwei Dinge, die uns große Angst machen sollen. Postantibiotisch bedeutet, dass wir an dieser Stelle keine Antibiotika mehr haben, keine Möglichkeiten mehr. Wir kapitulieren vor den Resistenzen, und das darf nicht sein. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir von Seiten der Forschung in die Zukunft hinein neue Wirkstoffe, und wir haben mit diesem Haushalt einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Das zweite Wort macht mir viel größere Sorge. Postfaktisch. Postfaktisch bedeutet, dass wir uns mehr von Emotionen, mehr von Sorgen und Ängsten leiten lassen, als von den Fakten in aller Gemütsruhe diese zu bewerten. Der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, fasse ich im Wesentlichen so zusammen, dass er sehr wohl auf der einen Seite die Gentechnik-Skepsis innerhalb der Bevölkerung bewertet und berücksichtigt, zum anderen aber auch die föderale Zuständigkeit in Deutschland weiterhin wahrt und zu guter Letzt die breite Ressortkompetenz in der Bundesregierung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bis hin zum BMBF in die Entscheidung mit einfließen lässt. Ob das dann 6 sein müssen oder nicht, das kann man diskutieren. Aber mir ist es insbesondere wichtig, dass die Forschung an dieser Stelle mit ihrer Kompetenz in diesem Zusammenhang gewahrt bleibt. Das ist wichtig und das ist richtig so. Anders als Rothe, wir wollen ja aber auch über die Zukunft in der Landwirtschaft und in der Pflanzenzüchtung reden. Anders als Rothe und Weiße hat die grüne Gentechnik ein ganz erhebliches Problem. Das wissen wir alle nur zu gut. Das war übrigens früher auch bei den Innovationen in der roten Gentechnik so. Ein Beispiel in die Geschichte zeigt ein typisch deutsches Problem. Synthetisch hergestelltes Insulin ist eine Biotech-Innovation in den 90er Jahren. Frankfurter Forscher entwickelten dies 1982, die sogenannte massenproduktionstaugliche Insulinsynthese mit Mikroorganismen. Damals gab es Ressentiments. 2 Jahre später verbot das hessische Umweltministerium eine erste Versuchsanlage in den Betrieb. Erst 1999 kam das neue Humaninsulin schließlich zum Patienten, allerdings zunächst aus den USA. Chance verpasst, könnte man an dieser Stelle sagen. Heute genießt das synthetische Humaninsulin breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Kaum ein Patient würde es ablehnen, auf Rinder- und Schweineinsulin bestehen. Warum? Weil es einen gewaltigen Nutzen hat. Kein Tier muss für die Herstellung sterben. Es kommt zu keinen Versorgungsentpässen. Es ist verträglicher und bioidentisch zum natürlichen Humaninsulin. Und genau darum geht es. GVO-Produkte müssen einen klaren Mehrwert auch für die Endverbraucher haben. Bei gleicher, das habe ich doch gerade gesagt, hätten Sie den nächsten Satz abgewartet. Das ist das große Defizit, was wir momentan bei GVO-Innovationen im Bereich der Landwirtschaft haben. Gentechnik aus Menschenhand, als Eingriff auch in die DNA von Pflanzen, Nahrungsmitteln und Ähnliches, ist nicht prinzipiell ein Eingriff in den göttlichen Bauplan, der erst etwas Dramatisches darstellt. Pflanzenzüchtungen beruhen auf der Tatsache, dass man spontane Mutationen abwartet, selektiert, schaut, was ist nützlich, was ist risikoarm und so weiter und so fort. Wir provozieren diese Mutationen mit Chemie und mit Strahlung, um auf diese Art und Weise schneller voranzukommen. Und was wir jetzt mit CRISPR-Cas und anderen Methoden haben, ist eine gezielte und nicht mehr Genomlotterie, sondern wir können Genom ändern. Das heißt aber nicht, dass wir die Risiken an der Stelle, genau wie wir sie auch im Medikationsbereich und in anderen Bereichen genau im Fokus haben, berücksichtigen müssen. Das ist eine elementare Grundvoraussetzung. Denn man sollte es nur tun, wenn wir wissen, was wir tun. Und das ist notwendig, dass wir Forschung dabei berücksichtigen. Und ich schließe mich, genau wie mein Vorredner, einer meiner Vorredner schon, der Aussage von 100, bei mir waren es 113, vielleicht sind es jetzt mehr geworden, Nobelpreisträgern an, die hier sagen, dass Gentechnik, eine Blockade der Gentechnik auf Dauer nicht sinnvoll ist und die Menschlichkeit an dieser Stelle
gewahrt bleiben muss, in dahingehend, dass wir diese Chancen, die diese Techniken bieten, auch in die Zukunft hinein ermöglichen. Es ist unsere Verantwortung, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, Forschung und Folgenabschätzung, Hoffnung und Sorge wieder ins Lot zu bringen, auf der Basis von Fakten. Bei einem Expertengespräch in dieser Woche brachte es Herr Dr. Rehberger vom Forum Grüne Vernunft auf den Punkt, als er die Motivation für sein Engagement für die Gentechnik erläuterte. Er sagt, nicht für mich als 78-Jährigen wird dieses noch Nutzen bringen, aber für die zukünftigen Generationen ist es eine Verpflichtung. Dieser Verantwortung und dem notwendigen Gleichgewicht wird auch der Entwurf des vierten Gentechnikänderungsgesetzes aus meiner Sicht gerecht. Er ermöglicht die Anwendungsforschung und ermöglicht Anbauverbote, wenn die Risiken zu groß erscheinen oder nicht absehbar sind. Herzlichen Dank. Thank you.